Ja, liebe Zuschauer, mit den erfolgreichen Trainern zu sprechen, naja gut, das ist ja normal, das will jeder. Aber mit denen zu reden, die Sorgen haben, das ist vielleicht auch eine Sache, die insgesamt den Athleten und den Trainern hilft und nicht auf Rosen gebettet sind derzeit die Tschechen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir mit dem Richie Schallert reden und mit dem Roman Kordelka. Aber vielleicht hilft es doch vor den Olympischen Spielen, dass irgendwas passiert, dass ein Knoten sich löst. Ich will mal einen Vergleich wählen, Roman, den verstehst du auch. Die Tür ist offen, ja? Und du schaust durch das Schlüsselloch. Du schaust nicht durch die Tür, sondern durch das Schlüsselloch. Und im Moment, Richie, denke ich mir, ist das bei euch der Fall. Normalerweise rede ich mit Springern extra, mit Trainern extra. Das ist fast ein Novum, dass ein Athlet und ein Trainer zusammen das Interview geben. Ich habe euch gebeten, weil ich glaube nach wie vor, dass es ein großes Vertrauensverhältnis zwischen dir und dem Trainer gibt. Ist das so? Ja, sicher. Ja. Aber normalerweise Vertrauen schwindet doch, wenn Erfolg nicht mehr da ist. Sagst du, ich gehe da durch und der Richie Schallert hat recht und irgendwann passiert was? Ja, ich sehe immer viel zu vertrauen, aber jetzt ist ein bisschen bei mir ein Problem, nicht im Training, aber im Wettkampf. Dann ist ein bisschen immer Stress und ich will zu viel und dann geht ein bisschen zurück, aber zum Beispiel eine Woche zurück in Seefeld, ich bin gut gesprungen und diese, ich muss auch in Wettkampf, aber das war noch nicht. Richie, dieses Muss, ich muss, ich muss, das ist eigentlich der Totengräber im Skispringen. Ja, natürlich. Natürlich müssen, wenn man muss, dann ist es immer schwer, natürlich. Aber ich glaube, Roman natürlich spricht nicht so gut Deutsch. Ich glaube nicht, dass er das so meint, dass er muss, sondern er möchte natürlich. Er möchte natürlich das, was er sich erarbeitet hat über das ganze Jahr, möchte natürlich auch im Wettkampf zeigen. Wenn ich vielleicht ein bisschen ausholen kann, wir sind ja im Herbst auch Ja. zusammengestanden, wo ich nicht euphorisch war, aber zumindest sehr zufrieden war mit der Vorbereitung, Du mit allem. nimmst das Mikro immer weiter runter. Wo ich natürlich zufrieden war mit allem und Roman hat natürlich den gleichen Anspruch an sich. Er weiß, er hat sich so gut vorbereitet wie noch nie und da wachsen natürlich die Ansprüche und es ist wahrscheinlich das Problem, dass einfach die eigene Erwartungshaltung zu groß ist. Und wir sind dabei, oder wir sind den ganzen Winter schon dabei, irgendwo das Aufgebaute, das letztes Jahr in der Vorbereitung aufgebaut worden ist, das ist ja immer noch hier. Ja. Das ist ja, steckt ja alles noch im Roman Ja, drinnen. eben, eben. Und es ist nur verschüttet oder ist durch spezielle Umstände einfach verschüttet worden. Und wir sind dabei, erstens, Dann holen Bagger. Erstens bleiben wir ruhig, Ja. Dirk. Wir bleiben ruhig und Ja. versuchen nüchtern das zu analysieren, wo ist das Problem. Und wir haben schon einige Probleme gelöst diesen Winter. Wir Ja. haben sicher schon einige Probleme gelöst und wir sind schon so weit, dass es auch im Wettkampf nur um ein technisches Problem geht. Bei der Tournee zum Beispiel, da war es noch kein technisches Problem, da war es wirklich ein reines Kopfproblem. Aber ich glaube, das haben wir gelöst. Und jetzt geht es darum, dieses technische Problem zu lösen. Lass mich mal Roman fragen. Er hat 5 Weltcups gewonnen. Er war Juniorenweltmeister. Daran denkt er natürlich auch. Und wenn er dort oben steht, ich, Roman Kodelka, ich habe einen Namen. Und da entsteht doch ein gewisser Druck. Und diesem Druck warst du schon mal beim Psychiater oder beim Psychologen auf der Couch. Hast du schon mal Brainstorming gemacht, Herr? Roman hat natürlich eine Psychologin, mit der er ständig in Kontakt Die war in ist. Sotschi auch mit, ne? Ja. Ja, Mhm. ja, ja. Ja, also von dieser Seite sind wir sehr gut versorgt. Ja. Natürlich dann die Situation, wenn du oben sitzt am Zitterbalken, am sogenannten, dann ist es Ja. wieder anders. Und Ja. dann müssen halt, sollten gewisse Automatismen funktionieren. Und wir sind dabei, wir sind wirklich dabei. Und ich bin nach wie vor sehr optimistisch, dass das heute ist schon die nächste Chance, Ja, das zu Roman, zeigen. was ist im Moment das größte Problem? Ist es eine Disharmonie am Tisch beim Absprung?
Was sagst du, was ist im Moment mein Problem? Mein Problem ist jetzt... Du springst zu kurz. Im Moment ist sicher Kopf. Ich habe Gefühl, es ist kein Problem, technisches Problem oder diese, wenn ich ruhig bleibe und ich muss mehr vertrauen, meine Kopf ein bisschen denken. Und dann kannst du nicht mal sagen, wenn du oben sitzt, was jetzt hier rauskommt, ist mir scheißegal. Ja, das ich bin schon probieren, schon in Zakopane jetzt und war sicher besser und ich musste wieder so arbeiten und Winter ist nicht weg, aber ist noch Olympische Spiele und ist noch viele Wettkämpfe und ich hoffe auch, wie gesagt, Richie, heute ist nächste Chance und für mich ist positiv, ich bin motiviert, sehr motiviert und dann müssen wir ruhig bleiben und bin ich sicher, wenn ich diese immer bleiben, Kopf gut, dann auch Wettkämpfe sind auch gut. Nun ist es ja auch das Problem in der tschechischen Mannschaft, wenn Roman nicht gut springt, ein anderer springt auch nicht dafür gut. Das heißt, alles ist abhängig von Roman. Das ist ein Problem. Na, diese Gefühl ich habe nicht. Ist jeden Sportler, zum Beispiel Wojtek Sturza, er auch sehr gut arbeitet im Sommer und immer gut arbeitet. Und dann er auch springt gut im Training, aber hat das gleiche Problem. Auch im Wettkampf ist ein bisschen, ich weiß nicht, nervös oder auch er hat Gefühl, ist ein bisschen Druck, ich weiß nicht. Das ist Frage für Wojta, aber wir wissen, wir können gut springen, aber wir müssen ruhig bleiben und ich hoffe, ist nächste Chance. Ich versuche das zu verstehen, aber Skispringen ist für diejenigen, die es nicht können, sowieso ganz schwer zu verstehen. Was passiert hier? Aha, gut, du kannst mir das erklären, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Rich, im Fußball werden Trainer immer ganz schnell gefeuert, wenn es schlechte Ergebnisse gibt. Man steht natürlich im Skispringen in anderen Sportarten auch genauso unter Druck. Und das ist immer eine Gemengelage. Habe ich keinen Erfolg, bekomme ich Sorgen. So ist das. So ist das, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und das heißt, dieser Druck, der sich da aufbaut, den darfst du aber nicht weitergeben an die Aktiven. Das dürfen die gar nicht mitbekommen. Natürlich sollten sie das nicht mitbekommen. Unbewusst wird es wahrscheinlich passieren, dass sie es mitbekommen. Aber wie noch einmal gesagt, ich bin so lange im Geschäft, ich habe viel Erfahrung und ich weiß im Prinzip schon, wie man aus solchen Situationen herauskommen kann und wie man diese negative Spirale stoppen kann. Wir sind dabei, wir sind wirklich dabei, konstruktiv diese negative Spirale zu stoppen. In Zakopane war, glaube ich, und auch okay, gestern war wirklich ein technisches Problem. Mit dem Schneefall ist die Anlaufspur zum Schanzentisch langsamer geworden und das war einfach eine Situation, die für Roman besonders schwierig ist, dann die richtige Position zu finden, um technisch sauber Ski zu springen. Aber ich bin sicher, heute schon sieht es anders aus. Roman, Richie Schallert, ich habe euch eingeladen, weil es gibt einen gewissen Automatismus, dass so ein Gespräch mit mir, ich glaube schon fast selber dran, dass das positive Auswirkungen hat. Womit wäret ihr beide in Korea bei den Spielen zufrieden? Was wäre ein Erfolgserlebnis? Der zweite Durchgang oder Top 15? Was wäre ein Erfolgserlebnis? Diese ist schwer zu fragen, aber was fährt jeden Sportler auf Olympia, dann sicher will Medaille. Das ist sicher, wenn ich will nicht Medaille, dann kann ich bleiben zu Hause. Aber ich will diese. Das ist sicher und bin ich sicher, wenn ist alles gut, wenn ist mein Kopf gut und alles ist positiv, dann ist immer Chance. In Skispringen geht auch 50. Wenn ich 50. in Rangliste dann auch geht gewinnen. Stell dir mal vor, Roman Kodelka macht eine Medaille, da musst du einen Fass Pilsner Bier ausgeben. Ich bin 10 Fässer aus. Okay, also ich wünsche euch beiden alles Gute und nach jedem Tal kommt irgendwann auch wieder ein Berg. Ja? Nur manche sehen den Berg vor lauter Bäumen nicht. Ich hoffe, dass ihr den Berg seht.
Okay. Ja. Ja. Wir werden den Berger klimmen. Ja, na, bravo, gut, danke.